Freunde, schön, dass ihr neugierig geworden seid. Wir haben heute mal Untersetzer aus Harz gegossen. Freestyle ohne Form, die ich gekauft hätte. Also ohne gekaufte Form, so rum. Und wenn ihr sehen möchtet, wie man sowas Tolles hinbekommen kann, ohne Form, dann bleibt dran. Wir zeigen es euch. Viel Spaß. Um uns Untersetzer zu machen für Gläser oder Tassen oder sowas, in Form einer Geode, also dass das aussieht wie so ein aufgeschnittener Stein, braucht man etwas, wo man Harz draufgießen kann oder eine Form, wo man das Harz reingießen kann. Es gibt es Formen zu kaufen, man kann sich aber auch welche selber machen. Wir haben jetzt hier solche Verpackungen, die hatte ich aufgehoben. Ich weiß nicht mehr, was da drin war. Irgendwas zum Basteln war da drin. Und da ihr mir ja auch immer sagt, alles aufheben, man weiß nie, wofür man braucht, ist mir dann irgendwann eingeschossen, diese Dinger hier hast du noch liegen. Und die sind jetzt als Untergrund für so Harzgießen super geeignet. Also schneiden wir uns die Teile erstmal ein bisschen zu. Diese großen hier, die brauche ich immer. Das wird dann der Boden jeweils für ein so ein Teil. Dann haben wir 6 solche Teile, wo wir unsere Form drauf machen können. Jetzt brauchen wir eine Größe. Die Größe könnt ihr euch jetzt auch überlegen. Man kann natürlich auch ganz große machen. Das machen wir demnächst. Wir fangen jetzt erstmal mit so kleinen an, wo man ein Glas oder eine Tasse draufstellen kann. So ein Deckel von irgendeinem Glas. Das nehme ich sonst immer für Farbe oder sowas. Ist ungefähr so groß, wie ein Glas ist oder der Fuß von so einem Glas. Und dann malt man sich so auf, ungefähr wie groß das sein soll. Hier ringsrum ihn mal. Und da legen wir dann jetzt unsere Folien immer drauf. Und wir machen uns die ganze Form mit Heißkleber. Man kann auch Silikon nehmen, haben wir auch schon gemacht. Aber wir nehmen jetzt Heißkleber, weil das wirklich viel, viel schneller geht als Silikon. Das Silikonvideo zeigen wir euch mal bei Gelegenheit. Aber mit dem Heißkleber, das geht so schön schnell. Und dann macht er immer so an der Rand, an dem Rand lang, wo ihr die Form so jetzt haben wolltet, die Größe, macht ihr euch Harz, Heißkleber, nicht Harz, Heißkleber lang, eine schöne dicke Schicht. Und dann musst du bloß kurz trocknen. Abkühlen. Abkühlen, genau, das kühlt ja ab, das trocknet ja nicht. Das kühlt ab, ist ja heiß. Frag mich. So. Na gut, dass du mich hast. Ja. Der klugscheißern kann. Ja, reden, arbeiten und gleichzeitig auch immer noch denken, das ist ja nicht so einfach. So, dann haben wir hier erstmal die erste Schicht. Das ist ja noch ein bisschen dünn, aber das lassen wir erstmal härten und dann können wir schon mal das nächste machen. Aber mein Heißkleber braucht immer ein bisschen. Geht alles ja nicht so schnell. Der muss jetzt erstmal wieder ein bisschen heiß werden. Aber schneller wie mit Silikon. Schneller als mit Silikon auf alle Fälle. Jetzt machst du erstmal 6 Stück davon. Ich mach davon erstmal 6, ja. Ich habe dann jetzt meine 6 fertig und jetzt ist es aber bloß relativ dünn. Ich weiß nicht, siehst du hier die Höhe irgendwo, die Stärke? Wenn man jetzt noch eine zweite Schicht drauf macht, dann wird die ganze Sache schon ein bisschen dicker. Und sieht man jetzt hier den Unterschied, hoffe ich. Ja, das sieht man. Und das wir machen sind wir jetzt, ja nicht blind. Das machen wir jetzt dann mit allen, damit so eine bestimmte Stabilität dann auch reinkommt. Das Harz soll ja auch eine bestimmte Dicke haben, also nur eine Schicht. Da kommen wir hier vielleicht auf 1 mm oder 2 mm Harz. Das ist ein bisschen zu wenig. Aber viel höher muss es dann auch nicht. So, ich denke mal, jetzt habe ich die richtige Stärke erreicht. Dicker soll das eigentlich nicht. Und zu der Temperatur oder zu der Heißklebepistole wollten wir noch sagen, die ist nicht mit 220 Grad, die hat nur 110 Grad, Low Melt, also Niedrigtemperatur, Klebepistole von Uhu. Ich weiß nicht, ob es die von anderen auch noch gibt, aber ich habe die von Uhu. Und die hat jetzt, wie gesagt, 110 und damit schmilzt man nämlich diese Folie nicht kaputt. Die soll ja gerade bleiben und sich nicht so dolle verbiegen. Also nehmt dafür solche Niedrigtemperaturpistolen. Und jetzt können wir uns die Folien noch ein bisschen zuschneiden. Muss ja nicht unnötig groß sein und den Tisch hier voll machen, wenn wir sowieso bloß so eine kleine Form hier haben wollen. Und dann kann man die nämlich schön da hinlegen und ausgießen. Jetzt müssen wir alle Formen nochmal angucken. Manchmal hat man halt diese Klebefäden, die sich da immer ziehen. Die müssen natürlich ab, sonst hat man die in dem Harz nachher drin. Gucken, was das alles abgeht irgendwo. Die lassen sich ja abziehen. Das ist ja der Sinn der Folie, dass sich das alles auch wieder abmachen lässt.
Und dann können wir auch schon mit Harz loslegen. Das ist eben das Schöne bei diesem Heißkleber. Man muss jetzt nicht tagelang warten. Wenn der fest ist, kann man gleich loslegen. Wenn man mit Silikon sich eine Form macht, mit Baumarkt-Silikon, wohl ihr merkt, dann dauert das alle ein paar Tage. Und ja, deswegen haben wir uns jetzt für diese Form entschieden. Bei dem Harz müsst ihr euch entscheiden, welche Firma oder Sorte ihr nehmen möchtet. Ich habe jetzt hier von Epodex, ich habe mich beraten lassen, was man da nehmen könnte. Das ist jetzt ein Harz, was man bis 1 cm dicke Schichtdicke gießen könnte, so rum, Schichtdicke in 1 gießen kann. Es gibt immer verschiedene Harze, haben verschiedene Stärke, Gussstärken, die man nutzen kann. Ich will ja bloß diese kleinen, dünnen Sachen machen, habe mich aber trotzdem für 1 cm entschieden. Falls es doch mal ein bisschen dicker wird, dann bei der Reaktion, wenn Harz und Härter zusammenkommen, entsteht auch immer Hitze. Und da muss man dann aufpassen, dass man eben nicht zu viel Harz macht. Bei diesem ist es bis 1 cm geregelt. Wir haben dann dieses Grundharz, das eingerührt werden muss, 2 Teile Harz zu einem Teil Härte. Also 100 Gramm Harz und 50 Gramm Härte nehmen wir jetzt. Beim Arbeiten mit Harz immer darauf achten, Handschuhe anziehen, Schutzmaske aufsetzen. Ich weiß nicht, ob man das jedes Mal erklären muss, aber so. Dann braucht man einen Becher. Muss man jedes Mal erklären. Pass auf, der Ring fällt gleich ab. Der Becher mit dem Becher. So, und jetzt müssen wir 100 Gramm hiervon. Ich muss jetzt sehen, das bringt mir das ja nichts. Kurzfristig umentschlossen sind jetzt 200 Gramm zu 100 Gramm, die ich nutze, weil ich mir gedacht habe, 100, das sah ein bisschen wenig aus. Muss man immer mal ein bisschen die Augen aufhalten und mal gucken und versuchen einzuschätzen, ob man das so hinkriegt. Den Rand immer wieder schön abwischen und das nächste nehmen. So, dann brauchen wir jetzt, weil ja 2 zu 1, brauchen wir 100 Gramm Härte. Und nicht die Nase immer drüber machen, immer alles schön aus Entfernung gießen, arbeiten, nicht genau einen Kopf drüber. Am besten Haare eintuppen. Ja, gleich noch Rinder. So, Härte. So, und das muss dann jetzt gut verrührt werden. In Achten. In Achten nach Möglichkeit am und Rand. Und keine Luftblasen reinrühren. Auch am Rand lang, unten am Boden richtig schön mit dem Stückchen am Boden lang gehen. Bis es schlierenfrei ist. Genau, bis es schlierenfrei ist. Das sieht man eigentlich ganz gut. Dauert immer eine Weile. Das ist nicht in 2 Sekunden gemacht. Wir kürzen die Zeit ab. Ja. Ja, und dann wollen wir ja mit Farben arbeiten. Und da gibt es auch wieder verschiedene Farben. Ich habe jetzt hier auch von der Firma Epodex diese Farbpigmente. Die sind so ein bisschen metallisch. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Goldtöne, Rottöne, Grüntöne. Also wenn man da guckt, da wird man ja krank im Kopf. Das kann man sich ja nicht entscheiden. Dann gibt es auch von verschiedenen anderen Firmen. Ich habe hier noch von, das hier ist früher mal von Art Idee gewesen. Also ist es noch, das habe ich immer noch liegen. Das sind so verschiedene Farben, Harzfarben. Und dann gibt es von Epodex auch noch diese flüssigen Pigmente. Da habe ich jetzt hier auch einen ganzen Schwung, wenn man so Bilder machen möchte oder diese Untersetzer hier halt. Dann ist es toll, wenn man viele schöne Farben nutzen kann. Die sind dann hier aber nicht opak, also nicht blickdicht, sondern durchscheinend. Gibt aber auch Blickdichte, also ja. Die habe ich aber noch nicht gefunden. Muss man mal gucken. Die metallischen Farben sind dann halt metallisch glänzend. Ist das schwarz jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Firma das hier mal war. Das ist blau auch. Wenn du Epodex hast, dann bist du versorgt. Da kann man alles finden. Da findet man alles komplett zusammen. Und was ich früher mal von anderen Firmen hatte, habe ich hier auch immer noch, macht man dann alle zusammen für Harzarbeiten. Jetzt muss man sich halt bloß für eine Farbe entscheiden. Und wir wollten da so verschiedene Blautöne und Weiß eventuell. Und dann habe ich ja die beiden Weißtöne hier noch. Und mehr kommt da ja nicht drin. Also Kehlrot? Nee, also die sind für eine Freundin und die möchte gerne blau. Ach so. Blau, eventuell grün. Grün, kann man auch nachgucken. Oder wir können auch diese grün hier nehmen, mal gucken, wie die so werden. Weiß natürlich verschiedene. Ja, nehmen wir die Blautöne. So, und dann kann man jetzt so kleine Becherchen voll machen
mit Farben. Muss man dann vielleicht auch immer noch mal nachmachen. Also man kann das jetzt schlecht schätzen, wie viel Harz da immer reinpasst in so eine Geode da praktisch. Also muss man zusehen, dass man das irgendwie geschätzt bekommt. Ist doch kein 2 Minuten Harz, das kannst du eine Weile. Kannst du eine ganze Weile nacharbeiten. Kann man natürlich nicht. Kleckern, muss auch stehen, der Becher. Kleckern sollte man nicht. Und dann können wir anfangen mit Gießen. Wir machen jetzt erstmal eine Schicht von dem durchsichtigen Harz hier rein. Nur ein bisschen überall, damit sich das schön verteilen kann. Hättest du nicht erst die einfärben müssen, die kleinen? Du hast so viel Zeit, diese Harz hier einzurühren. Ja? Das ist, so, jetzt mal das ein bisschen verteilen hier. Das ist dann nämlich richtig Puring, bloß mit Harz. Mhm. Puring habe ich jetzt mal nachgelesen, heißt einfach nur gießen. Super. Heißt einfach nur Farbe gießen. Oder eben Harz gießen. Also Puring. Puring. Und dann können wir jetzt mit den Farben anfangen. Machen wir erstmal nur ein bisschen rein. Dafür nehmen wir immer so einen kleinen Spatel und rühren uns die Farbe ein. Und wenn wir denken, ja, die Intensität ist jetzt so, wie wir sie haben wollen, dann reicht es so. Wenn nicht, müssen wir noch ein bisschen Farbe zumachen. So, und dann gieße ich mir schon mal Farbe hier rein. Also gefärbtes Harz. Läuft ja schon. Naja, soll ja auch laufen. Da passt ja keine andere Farbe mehr rein. Ja, deswegen hatte ich ja vorhin gesagt, wir brauchen ein bisschen mehr Schichtdicke, um was machen zu können, als nur so ein Millimeterchen. Jetzt siehst du, warum das ein bisschen höher ist als ein Millimeter. Müssen ja nicht alle gleich sein. Kann ja auch eh noch mal ein bisschen heller sein oder ein bisschen dunkler. Oder ein bisschen gleicher. Ein bisschen gleicher. Dann habe ich hier die zweite Farbe, das ist so ein helleres Blau, auch metallic. Ja, langsam wird es dann bunt nachher. Ihr könntet auch alles in einer Farbe machen, ihr könntet auch nur mit klarem Resin ausgießen, aber das sieht dann halt immer alles nicht so schön aus für mich. Man muss das entscheiden, wie man es haben will. Da hat jeder freien Lauf, was er gerne an Farben haben möchte. Und vor allem, wie er das machen möchte. So. So, dann kommt das nächste rein, also das hellblaue. Ist halt einfach nur ein bisschen spielen mit Farben. Da bin ich ja gespannt, was das wird. Alles übereinander gekippt. Nee, das läuft ja alles noch auseinander und ineinander. Und im Grün nutzen wir dann jetzt mal diese flüssige Farbe hier. Na komm. Wenn man rauskommen würde. Wenn du mal aufschneiden würdest, dann würde auch was rauskommen. Meinst du? Bin ich wieder böse, ja. Da kommt die Farbe. Ach. So, jetzt mal rühren. Oh, schönes Grün. Das sieht ja gut aus. Aber es ist ja schön durchsichtig. Gegenüber den anderen Farben, ja. Mhm. Ja, da muss man sich immer austesten, welche Farben mit welchen so zusammenpassen, was schön aussieht. Muss ich immer ausprobieren, alles. Einfach in der Mitte. Die meisten Farben, ja, kriegt immer die erste Form ab. Ja. Ich habe auch schon festgestellt. Nur noch grün nachrühren, ja. Das macht nichts. So, dann habe ich mir jetzt ein Weiß angerührt. Da kann man jetzt gucken, wie man es haben will. Wie gesagt, das ist immer nur ein Spielen mit den Farben. Das kann dir keiner sagen, ob es so richtig ist oder so aussehen soll oder wie das hätte sein sollen. Jede Scheibe ein Unikat. Wird immer anders.
So, und jetzt soll da noch Glitter mit rein. Das war klar. Glitter muss da immer noch irgendwo hin. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es nicht gekommen wäre. Ja. Diese Glitter muss jetzt irgendwie in die Mitte. Weil da ist meistens dann das Gold zu finden bei diesen Geoden. Also Fantasie hast du, das muss man dir absolut lassen. Ey. Das machen wir jetzt hier einfach. So, dann habe ich jetzt hier noch die Reste von dem durchsichtigen, wo wir keine Farbe drin haben. Das habe ich jetzt einfach hier noch mit reingegossen. Kann man richtig leer machen. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden, möchtet ihr einfach bloß so mit dem Stöckchen hier so ein bisschen durchgehen und ein bisschen Muster reinmalen. Nee, das wollen wir nicht. Nee. Ich möchte das mit dem Wind. Mit dem Wind? Aber das geht nicht mehr, nicht. Nee. Doch, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Ja, das ist immer so eine Sache. Will man jetzt dieses oder will man jetzt jenes? Vielleicht willst du beide. Ja, vielleicht willst du beide. Und dann hast du nämlich das Problem, wenn jetzt hier, das ist wieder zu dünn, wie ich gesagt habe, wir hätten da ruhig noch eine Schicht drauf machen können. Aber nein, ist ja ausreichend. Dann kann man nämlich nicht so gut. Dann macht das pusten. Stäbchen. Das fand ich bei den Karten schon schön mit den Alkoholfarben. Dass man so pusten könnte. So, man kann da jetzt wirklich den ganzen Tag lang hinspielen und nochmal irgendwie drin rumrühren oder gucken oder hier haben wir ja nicht gerührt. Und dann müssen wir das bloß aushärten lassen. Das braucht jetzt hier 24 Stunden. Und dann können wir das eigentlich schon ausformen. Mal gucken, ob wir das hingekriegt haben. Ob unser Keller hier die Temperatur dafür hat. Na klar. So, lassen wir es so. Sieht eigentlich schön aus. Die Farben sehen schon immer gut aus. Hier sind wärmer als im Pilzkeller. Ja. Wir haben es jetzt leider nicht geschafft, nach 24 Stunden mal zu gucken, ob unsere Sachen fertig sind. Wir haben jetzt 2 Tage gebraucht, weil irgendwas kommt immer dazwischen. Man schafft das dann einfach nicht. Aber nach 2 Tagen ist es eben wirklich richtig fest. Schon nach 24 Stunden eigentlich. Jetzt muss man die gegossenen Untersetzer oder Coaster, Geoden von der Folie abmachen. Und dann dachte ich eigentlich, geht das mit dem Heißkleber auch relativ einfach, den Heißkleber abzukriegen. Aber da habe ich mich geschnitten. Man muss das abbrechen oder eben mit einer Zange. Das geht nur mit der Zange. Mein Mann ist dann auf den Trichter gekommen, das mit der Zange zu machen. Mit der Zange geht das einfacher, mit der Hand ist das relativ schwer. Also muss ich jetzt hier Stückchen für Stückchen abfriemeln. Ja, lass den mal einen richtigen Handwerker machen, dann geht das schneller. Ja, das, genau, jetzt. Aber so wird das gemacht. Und dann haben wir die Geode, die sieht dann nachher so aus schon mal. Jetzt haben wir hier schon 2. Tut alles ab. Ich lasse meinen Mann das am besten mal abpummeln hier. Wenn die Teile dann jetzt raus sind, dann hat man hier überall mal irgendwelche Ecken und Kanten. Ein Grat, der so nach oben steht, was ganz schön scharf sein kann. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Das muss jetzt geschliffen werden. Und rubbelt da jetzt nicht mit den Fingern lang. Das ist echt scharf, spitz, scharfkantig. Da brauchen wir jetzt ein Schleifpapier und schleifen uns erstmal den Grat ab, der hier oben drauf ist. Geht wirklich nur, wenn er das so schräg über das Schleifpapier haltet. 45 Grad. So 45 Grad, genau. Jetzt müssen wir hier noch den Rand. Da müsst ihr euch überlegen, ob ihr das so hin und her oder so. Das ist euch überlassen. Findet da euren Weg, dass ihr das glatt kriegt. Aber macht, das muss glatt werden. So, und wenn die dann jetzt richtig abgeschliffen sind ringsrum, dann haben wir erstmal ein... Naja, Untersetzer theoretisch schon mal fertig. Jetzt kann man sich dann überlegen, welche Seite nachher oben oder unten sein soll. Wir haben aber noch diesen blöden Rand.
Man könnte jetzt theoretisch da nochmal mit Harz drüber gehen, nochmal eine Schicht drüber machen. Aber die meisten, die ich so gesehen habe, die machen einen goldenen Rand drum zu dem Gold in der Mitte. Oder wenn man jetzt Silber in der Mitte hat, einen silbernen Rand. Dafür gibt es jetzt auch wieder verschiedene Möglichkeiten, die man nutzen kann. Entweder eine Acrylfarbe. Ich habe jetzt hier eine von PentArt. Acrylfarbe, metallisch. Eine Wachspaste, das müsst ihr dann aber irgendwie mit einem Stupfschwämmchen oder vielleicht mit einem Pinsel, weil man hier immer keine glatte Seite hat, sondern man hat immer so Einkerbungen, Einbuchtungen. Da ist es schwer, mit dem Finger dran zu kommen. Wir haben jetzt festgestellt, also eigentlich diese Acrylfarbe lässt sich super machen. Damit kann man mit dem Pinsel jetzt hier überall hinmalen. Und da macht es nichts aus, wenn es ein bisschen Nee, das soll ja eigentlich, sollte ja uneben sein. Das ist ja das Schöne an diesen Geoden. Und jetzt muss man halt nur noch den Rand verschönern, veredeln. Und vergolden. Da, genau, und da müsst ihr euch jetzt bloß eine Farbe aussuchen, die ihr habt. Und eine Acrylfarbe geht oder eine Lackfarbe geht. Siehste. So einfach. Ja. Und wenn die Farbe getrocknet ist, dann habt ihr wunderschöne Untersetzer. Von der Seite, also das war jetzt oben nachher, ist alles runtergesackt, aber man kann sich ja die Seite aussuchen, die man nutzen möchte. Dann kann man da ein schönes Glas drauf stellen auf den Tisch, das ist doch edel. Und dazu dann noch Platzsets, die kommen dann demnächst, die machen wir auch noch. Also wunderschön. Und diese Formen kann man sich jederzeit machen mit diesem Heißkleber. Machst du schnell eine neue Form, zack, zack, fertig. Also ist eine coole Variante. Und die Farben hatten wir euch ja gezeigt, könnt ihr aussuchen, wie ihr haben möchtet. Wenn ihr jetzt rote haben wollt, dann nehmt da eben eine rote Harzfarbe. Möchtet das in lila, pink, was weiß ich, kommen demnächst auch noch. Ich habe ja die Farben. Dann nehmt da halt diese Farbe. Was ich noch sagen wollte, nach 2 Tagen ist dieses Harz immer noch biegsam. Also ich habe das gemerkt beim Schleifen, so hin und her biegen kann man es nicht. Ja, ein bisschen muss es ja auch noch bearbeitbar sein. Genau, das ist noch flexibel, ein wenig flexibel. Und das braucht jetzt 7 Tage, um richtig hart zu werden. Nach den 7 Tagen lässt sich das nicht mehr irgendwie biegen oder sonst was. Jetzt muss man auch so hinpacken, dass das auf einer ebenen Fläche liegt. Weil wenn ihr das jetzt irgendwo so auf dem Glas legt zum Beispiel, kann es passieren, dass das sich ein bisschen runterbiegt, weil es ja noch flexibel ist. Also schön glatt irgendwo hinpacken, damit sich das nicht verformt. Wir haben die ersten Untersetzer fertig. Probiert es also ruhig mal aus. Wir zeigen euch noch andere Varianten, wie man Formen dafür selber machen kann. Es gibt natürlich auch welche zu kaufen, verlinke ich euch auch. Könnt ihr euch entscheiden, ob ihr kaufen wollt oder selber machen wollt. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und dass wir immer ganz, ganz einfach. Und edel. Edel. Also ich finde es auch toll, das wären die nächsten Geschenke für Freunde, Bekannte, Verwandte, Nachbarn, alles Mögliche. Hast du schon Tschüssi gesagt? Tschüssi. Wenn man dich nicht an alles erinnert, ey. Ja, bin vergesslich, ja. Na wirklich. Sieht jedenfalls gut aus. Schön.